Hallo, was geht? Willkommen zu dieser Folge von Craft Attack! Und mit dabei ist heute der liebe Kevin! Hallöchen! Und später auch der liebe Patrick. Ich würde sagen, jetzt erklärt euch ganz kurz mal Vergangenheitsrevi, was wir überhaupt geplant haben. Patrick schreibt gerade schon CTS. Auf geht's! Kevin und ich haben gerade die beste Idee unseres Lebens gehabt, Leute. Und zwar gehen wir jetzt hin und bauen einfach so eine kleine scheiß Holzstruktur, wie so eine Wand einfach nur, die so aussieht wie ein Dungeon, diese Holzdungeon, wo man diese Toten findet. Vielleicht kennt ihr die. Da gibt's ja diese komischen Wiederbelebungstotems und sowas. Also richtig, richtig geiles Zeug eigentlich. Bauen wir jetzt einfach so 2000 Kilometer weit weg von unserer Basis. Wir rufen dann Patrick gleich rüber. Und wenn Patrick dann hinter diese Holzfassade guckt, sitzen Kevin und ich da einfach nur und trommeln auf Nordblocks rum. Wird auf jeden Fall eine richtig nice Aktion. Ich würde sagen, ihr könnt euch jetzt mal ganz kurz eine kleine Zeitraffer gönnen, Leute, wie wir das Holz hier farmen und dann später unsere wunderschöne Prank-Geschichte da vorbereiten und aufbauen. Also bis gleich. Schaut euch das an, Leute. Das könnte halt wirklich von Minecraft so ein scheiß Dungeon sein. Und wenn Patrick gleich hier hinkommt, der wird ausrasten bis zum geht nicht mehr, Leute. Was geht ab? Oh! Ich hoffe, ihr habt es halbwegs verstanden, meine Freunde. Wir haben so ein hässliches Kack-Dungeon irgendwo gebaut. Und wenn Patrick hier in die Ecke kommt, sitzen wir hier und trommeln auf diesen Dingern rum. Ich ziehe ihn jetzt direkt hoch. Ich sage ihm schon, dass ich in der Folge bin. Und habe eine kleine Überraschung für ihn. Wir werden ihn natürlich erstmal zu den falschen Koordinaten schicken, meine Freunde. Dann später hier hinholen. Dann ist er irgendwie 10 Minuten komplett umsonst gelaufen. Super Prank. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ey, Patrick, ich bin schon in meiner Folge. Kannst du schnell rumkommen? Ich gebe jetzt Koordinaten, komm da hin, okay? Pass auf, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich was habe. Und Kevin und ich haben das neue Dungeon gefunden. Ist kein Scheiß. Ja, und was ist daran so? Ja, Dicker, wir können das zu drittes auseinandernehmen, du Affe. Ja, okay, können wir machen. Okay, pass auf. Komm zu plus 800, 133 und minus 1300. Okay, ja, aber ist schon ordentlich. Also, wie weit ist denn das vom Spawn? Ja, locker 7 Minuten gehen. 7 Minuten? Ja, in dem Boot oder sowas, Junge. Ja, wenn ein Boot, dann geht's schneller. Ja, okay. Ja, guck mal, weil da müsste eigentlich voll viel Wasser dazwischen sein. Und Digga, ohne Scheiß, dieses Dungeon, Alter. Es ist so geisteskrank. Das ist so ein verlassener Minenschacht oder sowas. Also, sieht halt aus wie so ein Minenschacht. Du kennst sie ja, ne? So, ja, wo man diese Melonen und sowas findet. Halt mitten am Berg und hier ist halt direkt der Eingang, der quasi in den Berg reingeht. Und innen drin ist halt irgendwie eine, so ein keine Ahnung. Kevin meint, da gibt's halt irgendeinen Bossmob. Okay, habt ihr Essen? Wir haben Essen. Ich hab nur 16 Kartoffeln dabei. Aber Kevin hat auf jeden Fall noch was am Start. Also alles gut eigentlich. Ja, dann komm ich. Okay. Alles klar. Dann bin ich kurz muted, dann wenn ich da bin, dann mute ich mich einfach, okay? Okay, bis gleich. Warte, wir müssen aufpassen. Wenn der jetzt wiederkommt, dann ist vorbei. Boah, hast du ihm einfach nicht die Koordinaten vertauscht gegeben und völlig vergessen? Hab ich dir noch irgendwelche jetzt gegeben, ich sag es euch einfach. Ich schub's den an, ich sag gleich, warte mal, ich schub's den jetzt nach 3 Minuten an, sag, hey, welche Koordinaten habe ich dir gegeben? Ich glaube, ich habe mich vertan. Wir warten jetzt erstmal, bis der Trottel hier, also bis der Trottel ein bisschen weiter weg ist und dann sage ich ihm, oh doch, andere Richtung. Warte, ich kann ihm eigentlich jetzt schon sagen, oder Kevin, weil schau mal, jetzt. Ja, sonst ist das zu auffällig. Ja, ja, was ist? Ey, Digga, ich hab dir, glaube ich, die falschen Koordinaten gegeben, Alter. Ja, dann hau die neuen raus. 800 habe ich gesagt, ne? Ja, ja. 1000, also, ne, 133. Ja. Was habe ich danach gesagt? Minus 2000. Minus 1300 oder so. Hä, Digga, ja, mach mal 1000, mach mal 2000 raus. Also, plus 2000. Okay. Ja, ich hab eben mit dem 133 verwechselt. Kevin meint gerade, du hast dir voll die falschen Koordinaten gegeben. Ja, okay, hatte. Ja, wie lange brauchst du? 5 Minuten. Warte einfach, Digga, die 5 Minuten, Digga. Junge, ich bin mitten in der Folge. Wie scheiße ist das? Ich will jetzt hier was machen, Alter. Ich will jetzt in das Dungeon rein. Dann schneide. Oh, Junge, ich will nicht schneiden müssen, Alter. Ja, dann merkt ihr einfach, wo du schneiden musst. Ja, okay, komm, hau ab. Bis gleich. Junge. Start, stopp auf. Also, Leute, was soll ich sagen? Ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen was gegönnt. Ihr könnt das noch mehr ganz kurz sehen. Ich habe auf jeden Fall ordentlich nochmal Dias gefarmt und habe ein kleines Schwert. Habe auf jeden Fall auch mein Emerald-Vorrat jetzt auf 2 Stacks Emerald hochgefarmt, Leute. Also, ist auf jeden Fall schon echt dope. Digga, Kerl, ich habe sogar eine bessere Rüstung als du gerade, ne? Oh, damn. Ja, mir fehlt auch Schuhe und Helm. Leute, ich freue mich so sehr darauf. Ich meine, es ist eine total unnötige und dumme Folge, aber ich freue mich einfach darauf, wie Patrick ausrastet, wenn er in die Ecke kommt und wir hier stehen. Sollen wir den noch vielleicht umbringen noch, Kevin? Leute, das wäre so killer. Vor allem guckt euch dieses Dungeon an, das ist so billig, aber es sieht halt von außen, nochmal, ich habe es euch ja eben von da aus gezeigt, es sieht halt von außen wirklich so aus, als wäre es von Minecraft generiert, dieses Ding. Ja, who knows. Also wir warten jetzt auf jeden Fall mal, bis Patrick hier ist. Chillt auf jeden Fall so lange noch ein bisschen und ich würde sagen, wir fassen einfach gleich den perfekten Moment ab, wenn Patrick dann hier gleich bei uns ist. Bis gleich. Okay, Patrick meinte gerade, er braucht noch 1 Minute, Leute, dann können wir auf jeden Fall gleich mit ihm zusammen das Dungeon hier auseinandernehmen. Ich hoffe mal, dass jetzt gleich jeden Moment kommt. Wir können ja schon mal sagen, Kevin, pass auf, wir gehen dann hier um die Ecke. Guck mal, wenn ich jetzt hier so bin, siehst du meinen Namen? Kevin, jetzt bin,
gerade nicht, nein. Jetzt schon, ne? Okay. Ja, okay, jetzt okay. Sehe ich den. Pass auf, dann lass uns einfach hier schon mal auf ihn warten, dann können wir hier schon mal in diesem ersten Raum sneaken, Leute. Oh mein Gott, ich freue mich so darauf. Ich freue mich so darauf, Junge. Es geht schon wieder los, Leute. Craft Attack Trolling am Start. Was geht, Mann? Okay, wir müssen jetzt echt vorsichtig sein, wenn er jetzt gleich da ist. Er hat geschrieben, eine Minute, okay, gut. Aber wir müssen ja hier nicht sneaken, wir können ja trotzdem hier stehen, dann kommt das realistischer für ihn. Ja, stimmt eigentlich. Wenn wir sneaken, dann schöpft der Verdacht. Ja, stimmt. Wir bewegen uns dann einfach hier. Okay, warte, wir müssen aufpassen. Er wird gleich jeden Moment wieder da sein. So, ich bin auf der Höhe, warte. Siehst du dieses Ding, Kevin? Warte. Du musst gucken, das ist so ein Holzding. Okay, ich bin jetzt so auf 790, 100. Bau dich nicht direkt darüber, geh den Berg hoch. Siehst du dieses Ding? Ich sehe eure Namen, chill. Siehst du dieses Holz, du musst durch den Vordereingang. Durch diesen Eingang da, wir warten hier. Ist der unten gewesen? Nein, also du kannst runter den Berg und dann wieder hoch, ist glaube ich einfacher. Also jetzt auf der Höhe, wo ihr seid, ist der Eingang nicht auf jeden Fall. Nee, du kannst, geh erstmal runter. Ja gut, das hätte ich mir sagen sollen. Warte, ne? komm mal nach hier, wo mein Name ist, komm mal nach hier hin. Ah, hier, du siehst gleich den Eingang, da müsste so ein Holzding sein. Siehst du das? Lol, warte, ich hoffe, ich muss nur keinen Fehler machen. Das ist halt dieses komische Dungeon-Ding, da können wir nämlich hier direkt die Treppe runter den Boss halt legen und den ganzen Loot halt holen. Ach, hi, was geht? Ah, du Mistgeburt! Ja, warum nicht? Junge! Sag jetzt mal ehrlich, hast du wirklich geglaubt von außen, wäre Minecraft da? Ganz kurz, Schatz. Ich sehe gerade Sterne, ist das schlimm? Was? Ich sehe gerade Sterne, also vor meine, also ich, so kreislaufmäßig. Hä, warum das denn? Weil ich noch nichts gegessen habe und so laut lachen musste und meinen Blutdruck. So. Ist das schlimm? Nein, alles gut, Petter. Ich dachte gerade, ich wäre in den Fliegen reingekommen, ne? Junge, Digga, guck. Du hast mir voll den Stress gemacht, Mann. Sag die ganze Zeit, ich bin am Aufnehmen. Guck mal, das haben wir alles gebaut, nur um dich zu verarschen, Junge, du Trottel. Was hat dir mich verarscht? Hey, nein! Wie er dann auch noch dieses scheiß Schild gelesen hat. Ja. Hör auf, Kevin! Level ohne Ende! Nein! Verdient, du kriegst die Sache nicht. Wisst ihr, ey Leute, ich hab dir in der letzten Folge gesagt. Kevin! Du sagst, dass die Sache der Schnort von mir, diese Diamantsache, deshalb hast du verdient, Alter. Ey Kevin, kannst du die Sache mal, die liegen direkt unten bei dem Wasser. Ich bin direkt bei dem Wasser aufgeklatscht. Bring die auf jeden Fall. Als ob du dir das da lässt. Das Problem ist, Petrit steht da direkt, wenn ich rausgehe, will er mich runterhauen. Ja, dann klatscht ihn um, dass der runterfällt einfach. Ja. Petrit, nimm die Sachen jetzt wenigstens mit. Petrit, so schlimm war das jetzt für dich auch nicht. Guck, ich hab. Raus mit dir! Ich hab dir Essen gegeben, Petrit. Sei mal ein Ehrenmann. Sei mal ein Ehrenmann, Petrit. Ich habe dich gefüttert wie ein Sohn. Petrit, hör mal auf! Du Lappen! Ey, Petrit, ich schwöre. Petrit! Ich weiß, die Kiste, ich will es hier. Ich bin sogar wieder in der Stadt. Du bist so ein Dreck. Was soll das? Du dummer Schade. Was willst du? Du dummer Schade, komm, alles gelaufen. Naja. Digga, ich kann die Sachen nicht mitbringen. Doch, ich kann deine Sachen, Kevin, saven. Ja, meine auch, oder was? Nick, sei denn. Ey, Petrit, Mann, du Notenkind, jetzt mach, Alter. Mach jetzt mal nicht. Was krieg ich dafür? Du kriegst keine Schellen von mir, Petrit. Ja, dein Mann. Petrit, ich schwöre dir, ich kann jetzt schon deinen scheiß Berg sprengen, ne? Hör auf, Digga, das. Ich kann jetzt schon, Petter, du bist Untermieter auf meinem Berg. Du weißt das ganz genau. Du bist sowas von Untermieter. Ich hab diesen Berg gepachtet bei Unge und du bist Untermieter, du Bastard. Hä? Du hast Sachen von mir geklaut. Ich hab nicht geklaut. Du hast mir das gegeben, Petter. Fang jetzt nicht schon wieder so an, Junge. Bring mir meinen Scheiß wieder mit, Junge. Es war ein Troll, Junge. Jetzt fiss dich mal nicht so ein, Junge. Ja, und es war halt ein Troll. Das tat mir weh. Petrit, ich schwöre, du siehst die Sachen da, die liegen direkt vor dir, Petrit. Bitte, meine ganzen Dir-Sachen. Oh, die spawnen ja, ich muss ja mich beeilen. Ja, bitte. Aber wo liegen die? Ich kann ja nicht runter. Schau, siehst du da, wo das kleine Wasser ist, wo dieser kleine Wasserfluss ist? Siehst du das? Ja. Da liegen die direkt davor, auf so einer kleinen Kante. Ich habe den Wasserfluss ganz knapp nur verfehlt. Ja, ich habe Wasser einmal, ich kann runter. Aber Kevin, was hast du für Diamanten? Ich habe deine Hose, ich habe dein Brustteil und dein Schwert. Und eine Spitzhacke hat die. Nee, die hab ich gehabt. Ja, da musst du erst recht saven, Junge. Ja, okay. Ja, Petrit Ehrenmann. Leute, auf jeden Fall eine nice Folge, Petrit. Vielen Dank fürs dabei sein. Was soll das?
Hä? Folge gerade? Wir haben uns so viel Mühe gegeben, dieses Dungeon zu bauen, Junge. Wir haben extra irgendwo 10.000 Blöcke außerhalb ein Dungeon gebaut, nur um dich zu verarschen. Ja, ich muss aufnehmen, ich hab keine Zeit, so. Ich hab was richtig krasses gefunden, er sagt so noch. Ja, Kevin hat einen richtig krassen neuen 1.12er Dungeon gefunden, den gibt's doch gar nicht so, ne? Wir werden den clearen, richtig krass, Alter. Das und du hast so richtig Aufnahmen dafür gemacht? Ich hab meine zweite Folge aufgenommen mit Mo und ich hab die erstmal verkackt, dann hab ich mich nochmal beeilt, richtig hingeklatscht, weil Rie die ganze Druck gemacht hat. Junge, was soll das? Ich bin beim See, wo sind die Sachen? Ja, die liegen nicht beim See, davor ist so ein ganz kleiner Bach, Patrick. Ja, ich sehe deine Sachen. Junge, da liegen die. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's mit dieser wunderschönen Folge. Patrick, vielen Dank fürs dabei sein, Amenakon, ne? Immer schön mit dir, Bruder, du weißt. Kuss auf dein Auge, Kuss links, rechts, du weißt, Bruder, ne? Leute. Jetzt mein Kanister voll, Digga. Halt's mal! Nein! Wie voll ist dein Kanister bei mir? Der ist bei 20% bei dir. Hä? Warum? Warum bei ihm so wenig? Weil er hey, das ist voll viel! Ja, bei dir ist auf 70 Rewe. Ja, genau, Leute. Schaut auf jeden Fall. Leute, heute Abend gibt's wieder einen fetten Livestream. Schaut auf jeden Fall wieder rein. Patrick ist vielleicht auch am Start. Dann klären wir mal die paar Kanister-Probleme hier, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Craft Attack. Schaut auf jeden Fall bei Patrick und Gamers vorbei. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!